Hallo. Guten Morgen. Wir haben gerade ein bisschen Sonne hier reingekriegt. Wir haben es jetzt 7 Uhr und ja, Eistee ist im Angebot. Und da wollte ich mal auf die Schnelle Eistee kaufen. Nehme ich euch einfach mit. Ich mache ja kein Content mehr. Wusstet ihr das eigentlich? Es gibt jetzt Calippo-Eis mit Alkohol. Mojito! Immer noch mal Alpen und so noch roten Tänger. Mal wirklich mal probieren. Den noch mit hier. So. Ja. Nee, das passt mir nicht. Das machen wir anders. Hier schon Promille-Klamotten. Das reicht doch eigentlich. Immer noch viel. Das sind jetzt 16. Ah, nehmen wir mal 17. Ist der Turm hoch genug? Ja. Ja. So geht's auch. Zum Bier. Ja. So, damit ist das kurze Video auch durch für euch. Ich gucke jetzt nach Hause. Dann ist Schicht im Schacht, sagen wir mal, wie man so schön sagt. Ja. Das war jetzt ein ganz kurzes und vor allen Dingen, wie ich gerade wieder sehe, mein Gott, wie ich wieder sehe, contentfreies Video. Aber ich hatte ja angeteasert, warum soll ich noch irgendwelchen Content kaufen etc. Denn bringt ja gar nichts, ne? Ich soll ganz ehrlich sagen. Ich werde einfach machen die Tanzverbot, wenn ich was einkaufe oder was, ne? Wenn ich was kaufe, einkaufen gehe oder wenn ich mir was aus der Pommesbude hole oder so, mach kein Content mehr. Ich mache es einfach so wie Tanzverbot-Videos. Bringt mir genauso wenig. Muss man sagen, bringt mir genauso wenig. Aber ich habe noch den Vorteil, wahrscheinlich seht ihr mich gar nicht, ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Unprofessioneller muss es auch sein, weil wenn es qualitativ noch minderwertiger ist. Meine Videos waren mal viel schlechter, alleine bildqualitätstechnisch. Jetzt wahrscheinlich auch wieder, weil ich blöd meine Kamera in der Sonne habe, stelle ich gerade fest. Aber ist mir auch egal. Mach mir auch keine Mühe mehr. Könnt mich mal waschlecken. Ja, was haben wir jetzt gekauft? Eigentlich habe ich mir nur ein paar Bier mitgenommen und ja, 17 Packungen Eistee. Ups, ich habe mein Vollzeug verloren. Ja, letztendlich haben wir 17 mal 2 Liter. Ich höre es aber schlappen. Das ganze Auto hört sich so an, als wäre da ein Wassertank in dem Kofferraum. Das ist echt witzig. Jetzt stehen sie hier. Oh ne.
Ey, was ist das denn jetzt? Stehen sie alle. Einer kommt voran. Straße ist blockiert. Ja, klasse. Ja, und jetzt? Ey, jetzt. Das ist jetzt wohl ein schlechter Scherz. Die hängen alle fest. Ich komme jetzt nicht nach Hause. Jetzt komme ich nicht nach Hause, weil die Straße zu ist. Ey, das darf nicht wahr sein. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Jetzt muss ich kurz mal eben hier eben drehen, weil die anderen kommen jetzt rückwärts raus. Da kann ich nicht im Weg stehen. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier jetzt gedreht kriege, dass ich dann von der anderen Straße. Ich könnte kotzen, Alter. Das ist ein. Ich bin jetzt nur mit dem Auto gefahren, weil ich. Boah, fuck Gott nochmal. Weil ich halt zu transportieren hatte. Ja? Ey, es ist, weißt du, es ist. Keine Ahnung. Selbst zu Fuß, 5 Minuten, weil die Sache ist, ich hatte jetzt ja mit dem ganzen Zeug zu transportieren und deswegen habe ich das Auto genommen. Jetzt ist die Straße dicht. Scheiße, das kann einfach nicht wahr sein. Ich möchte doch nur nach Hause, ist das jetzt schon wieder zu viel verlangt, verdammte Axt nochmal. Kann nicht wahr sein. Ey, so ein Assi-Scheiß hier, ehrlich. Jetzt steht da eine Schlange. Willst du mich verarschen? Da komm, jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus, oder was? Ja, jetzt fährt gerade der Müllkutscher vorbei, muss die Straße frei sein. Ist das zum Kotzen hier, ehrlich, ey. Asoziale Scheiße hier, ehrlich. Jetzt kommt da noch ein Laster aus der Straße. Ey, was ist denn hier los, Alter? Das passt vorne und hinten nicht. Oh, da hat was geschippert. Mein Gott. Gut, jetzt komme ich wenigstens nicht herein. Kann ich nochmal vielen Dank fürs Zusehen sagen. Hoffentlich komme ich noch weiter. Sag mal vielen Dank fürs Zusehen und ich kann jetzt gucken, dass ich meinen ganzen Eistee in den Keller verfrachtet kriege. Mein Gott. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.